Mit dem bereits traditionellen Final Three der Damen und der Herren wird in Salzburg die Hallenfaustball-Bundesliga-Saison 2012-2013 beendet. Nach einem spannenden Grunddurchgang und dem Halbfinale kommt es sowohl bei den Herren als auch bei den Damen zur Neuauflage des letztjährigen Finales. Bei den Damen gehen die Niederösterreicherinnen von Remeco Reichl TV Neusiedl an der Zeier. Sie spielen in Blau-Schwarz, zwar als Titelverteidigerinnen ins Endspiel. Die Favoritenrolle liegt aber klar bei der oberösterreichischen Mannschaft von Union Raiffeisen Telekom Dialog Arnreit. Ohne Niederlage sind die Mühlviertlerinnen durch den Grunddurchgang der Hallen-Bundesliga und damit ins Finale gestürmt. Und in diesem Finale legt die zurzeit wohl beste Damenfaustballmannschaft der Welt auch gleich einen furiosen Start hin. Angeführt von der überragenden Angreiferin Magdalena Lindorfer führen die Arnreiterinnen im ersten Satz gleich einmal mit 9:4. Die Mannschaft um Kapitänin Karin Atzisberger zählt zwar mit einem Durchschnittsalter von unter 20 Jahren zu den jüngsten Mannschaften in der Damen-Bundesliga. Aktuell sind sogar 4 unter 18 Weltmeisterinnen des Jahres 2012 im Kader und dennoch spielen die Oberösterreicherinnen bereits seit Jahren nahezu unverändert in dieser Aufstellung. Kein Wunder also, dass bei den Arnreiterinnen nahezu jeder Spielzug perfekt sitzt und zu einem Punktgewinn führt. Der erste Satz geht dann auch ganz klar an die Mühlviertlerinnen. Arnreit gewinnt Satz Nummer 1 mit 11:5 gegen Neusiedl. Ein souveräner Start jener Mannschaft, die im letzten Jahr nur Silber geholt hat. Im zweiten Satz sind es zunächst die Damen aus Neusiedl, die den Ton angeben. Mit 2:0 gehen sie in Führung. Die Mannschaft aus dem Bezirk Gänserndorf hat sich unter der Führung von Damen-Nationaltrainer Wolfgang Roschitz im Verlauf der letzten Jahre ja ganz ohne Zweifel zu einer der besten Faustballmannschaften Österreichs entwickelt. Und mit Elisabeth Ocho haben sie neben Magdalena Lindorfer auch eine der stärksten Angreiferinnen in ihren Reihen. Mit dem Vorteil, dass sie die Sporthalle Alpenstraße in Salzburg bereits vom Halbfinalspiel gegen FBC Askö Linz-Urfa kennen. Neusiedl gewann dieses Spiel ja mit 4:2, können die Niederösterreicherinnen in diesem zweiten Satz zunächst einmal den Ton angeben. Arnreit mit dem Angriff über Viktoria Neumüller. Gut pariert, aber von Neusiedl. Elisabeth Ocho versucht es kurz. Und erneut Viktoria Neumüller mit dem Schmetterball. Und der geht aber ins Aus. Neusiedl führt in Satz Nummer 2 mit 3:1. Magdalena Lindorfer mit dem Service. Scharf gespielt, aber auch gut pariert von Neusiedl. Das Aufspiel auf Elisabeth Ocho. Die versucht es mit einem langen Ball. Magdalena Lindorfer ebenso mit einem langen Schmetterball. Und dann Elisabeth Ocho und die macht das 4:1. Direkt gespielt auf Magdalena Lindorfer, die überhaupt keine Chance hat. Und sie ist jetzt am Service. Ein Service-Winner von Magdalena Lindorfer, der Nationalteamspielerin. Arnreit verkürzt auf 2:4. Und da ist der nächste Punkt für die Damen aus dem Mühlviertel. Magdalena Lindorfer mit einem Klopfer über Lisi Ocho zum 3:4. Der Konter im Gegenzug. Lisi Ocho mit einem Service-Winner. Und jetzt geht's Schlag auf Schlag in diesem Finalspiel der Damen. Magdalena Lindorfer verkürzt auf 4:5. Und da ist bereits das
5:5. Wiederum herausgespielt von Magdalena Lindorfer. Die wichtigste Spielerin in Reihen von Union Arnreit. Jetzt ein Servicefehler von Nationalteamspielerin Elisabeth Ocho. Ein Flüchtigkeitsfehler und damit geht Union Arnreit erstmals in diesem zweiten Satz in Führung. Da ist dann gleich noch ein Fehler der Nationalteamspielerin. Damit die Führung 7:5 für Arnreit. Schöner Punkt von Magdalena Lindorfer zum 8:5 für die Damen aus dem oberen Mühlviertel, die jetzt so richtig in Fahrt kommen in diesem zweiten Satz. Steffi Maruscha mit dem Service und der geht ins Out. 9:5 die Führung für Arnreit. Elisabeth Ocho, gute Abwehr auf Seiten von Arnreit. Und Magdalena Lindorfer mit dem nächsten Punkt für Union Arnreit. 10:5 die Führung, Satzball Nummer 1. Jetzt einmal Magdalena Lindorfer ausgeschalten. Oh, gut gemacht. Gute Reaktion der Anreiter Hintermannschaft. Elisabeth Ocho versucht's mit dem Schmetterball. Und Magdalena Lindorfer versucht's mit einem kurzen Ball. Ein schöner, langer Ballwechsel jetzt. Und da ist der Punkt durch Magdalena Lindorfer. Union Arnreit gewinnt auch Satz Nummer 2 und begeistert damit auch Damen-Nationaltrainer Wolfgang Roschütz. Warum ist diese Mannschaft schon seit Jahren so konstant an der Spitze zu finden? Wenn man sich die Struktur im Verein in Arnreit anschaut, ich glaube, es spielt jedes Mädchen oder jede weibliche Person in Arnreit Faustball. Und dann hat man einfach eine Dichte, die so eine Spitze hervorbringen kann. Sie haben es heute auch wieder mit zwei Jugendspielern am Anfang begonnen. Sie schaffen es einfach konstant, sehr früh schon solche Spieler in solche Mannschaften einzubauen. Und wenn man mit 15, 16 Jahren schon Weltpokal gespielt hat, schon Staatsmeister geworden ist, wenn man nur in der Mannschaft gestanden ist, im Aufgebot gestanden ist, hat man dann einfach irgendwann so eine Konstanz, die im Damensport einfach einzigartig ist. Und das setzt sich dann halt immer wieder durch. Und wenn es dann auch noch gelingt, so Einzelspielerinnen und tragende Persönlichkeiten lang bei diesem Sport zu halten, dann ist das so eine Dominanz, wie wir es in Arnreit jetzt sehen. Nachdem die Arnreiter Damen auch den dritten Satz mit 11:7 ohne größere Probleme für sich entscheiden können, werden sie im vierten und letzten Satz dann noch einmal so richtig gefordert. Nach schwachem Beginn liegen die Oberösterreicherinnen gleich einmal mit 4:6 zurück. Das ist bereits das 7:5 für Neusiedl, herausgespielt von Elisabeth Ocho. Und da ist bereits der nächste Punkt, 8:5 die Führung für die Damen aus dem Weinviertel in diesem vierten und vielleicht auch schon letzten Satz des Damenfinales.
9:5 mittlerweile die Führung. Magdalena Lindorfer schießt das Service ins Out. Ratlose Gesichter für einmal bei den Mühlviertlerinnen. Die sich jetzt mit diesem kurz gespielten Angriff von Magdalena Lindorfer aber eindrucksvoll zurückmelden. 6:9. Können sie in diesem vierten Satz doch noch die Wende schaffen? Es sieht so aus, denn ein Servicefehler von Stefanie Marusha bringt Anreit wieder auf 7:9 heran. Ein schöner Angriffspunkt. Lisi Ocho per Klopfer über Viktoria Neumüller. Damit Satzball Nummer 1 für Neusiedl in diesem vierten Satz. Stefanie Marusha schlägt den Ball allerdings in die Leine. Und damit kommt Anreit wieder heran. Immer wieder versuchen die Anreiterinnen Magdalena Lindorfer ins Spiel zu bringen, so wie jetzt hier in dieser Situation, und sie macht mit einem kurzen Ball das 10:10 Satzball Nummer 3 also abgewehrt von Neusiedl, und dieser vierte Satz ist wieder offen. Und da ist der Punkt zum 11:10 für Anreit. Matchball Nummer 1 also jetzt für die Oberösterreicherinnen. Und da ist auch schon der Siegespunkt. Magdalena Lindorfer verwandelt diesen ersten Matchball. Souverän, kurz gespielt. Und die Mühlviertlerinnen holen sich damit nach der Silbermedaille im letzten Jahr den Meistertitel zurück. Der 13. in der Halle, der 23. insgesamt in der Vereinsgeschichte des oberösterreichischen Faustballclubs. Es kann nicht besser laufen. Grunddurchgang, alles gewonnen. Finale ist auch gut gelaufen für uns heute. Ich muss zwar ehrlich sagen, Neusiedl hat uns durch eine Eigenfehler sehr viel geholfen heute, aber ich glaube, wir haben auch recht vor reingespielt und deswegen ist 4:0 geworden für uns heute. Man hatte auch eigentlich immer den Eindruck, auch wenn Neusiedl einmal in Führung lag, immer wenn es notwendig war, konntet ihr zulegen. Ja, das ist richtig. Wir haben heute eigentlich nicht alles gezeigt, was wir können. Da gegangen noch viel, viel mehr. Und deswegen haben wir immer wieder nachlegen können, wenn wir mal ein paar Bälle hinten waren und das aufholen können. Wir sind schon natürlich ein bisschen enttäuscht, nachdem wir uns erhofft hätten, dass wir besser mitspielen können. Wir haben immer gut angefangen, aber dann zum Schluss haben wir es nicht durchziehen können. Woran ist es gelegen, dass Sie es nicht durchziehen haben können? Vielleicht, dass Anreit einfach immer eine Schippe drauflegen kann? Ja, sie haben uns immer mit den verschiedensten Bällen unter Druck gesetzt und wir haben uns zu leicht abschütteln lassen. Also trotzdem kann man, glaube ich, sagen, mit dem zweiten Platz blickt man auf eine erfolgreiche Hallensaison zurück, oder? Ja, eigentlich schon. Wir haben uns immer gesteigert von Runde zu Runde und jetzt sind wir auch ins Finale gekommen, gestern gegen Urfa, und wir können schon zufrieden sein. Und das Spiel heute war auch davon geprägt, dass Anreit in den Phasen, wo Neusiedl halt irgendwie etwas vorlegen konnte, immer etwas nachlegen konnte. Und
deswegen völlig zu Recht und verdient den Titel gewonnen hat heute wieder. Überraschend war es für mich nicht. Also ich habe Anreit leicht favorisiert gehabt heute wieder. Sie haben den Europacup Anfang oder Mitte Jänner zu Hause gewonnen. Das ist für mich die weltbeste Mannschaft, die es gibt. Und ich freue mich aber, dass die einzige Mannschaft, die es bislang geschlagen hat, auch eine österreichische war. Und das ist schon ganz recht als Teamtrainer. Nicht weniger Spannung verspricht das Finale bei den Herren, wie schon beim Hallen-Bundesliga-Finale vor einem Jahr in Freistadt. Stehen sich hier in der Sporthalle Alpenstraße in Salzburg die beiden oberösterreichischen Spitzenclubs TuS Raiffeisen-Krems Münster und FG Sparkasse Christkirchen-Pötting gegenüber. Titelverteidiger Christkirchen-Pötting in den roten Dressen schaffte dank eines klaren 4:0 Halbfinalerfolgs über Schick Freistadt den Finaleinzug. Krems Münster stand als Grunddurchgangssieger ja bereits vorher als Finalist fest. Die beiden Teams liefern sich im ersten Satz dann auch ein Duell auf Augenhöhe. 6:5 führen die Titelverteidiger aus Christkirchen bereits in diesem ersten Satz. Clemens Kronsteiner jetzt am Service. Der Nationalspieler, ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei TuS Krems Münster. Und da ist auch bereits der nächste Punkt für Christkirchen-Pötting. Joa Fidelis macht diesen wichtigen Punkt. Erneut das Aufspiel auf Fidelis. Der versucht es kurz und da ist bereits die 8:5 Führung für Christkirchen-Pötting. TuS Krems Münster wird hier wahrlich gefordert. Vom Titelverteidiger aus dem Hausruck. Zahlreiche Fans aus Krems Münster ja nach Salzburg gekommen und sie feuern ihre Mannschaft natürlich an. Und da gibt's den Punkt für Krems Münster. Dietmar Weiß schmettert den Ball in die Leine. Und da schon der nächste Fehler von Dietmar Weiß. 7:8. Mittlerweile nur mehr aus Sicht von Krems Münster der Spielstand. 8:8. Dietmar Weiß mit 3 Fehlern in Serie. Ganz ungewöhnlich für den Nationalspieler auf Seiten des Titelverteidigers. Karl Rick mit der sensationellen Reaktion und Dietmar Weiß, endlich macht er wieder einen Punkt. 9:8 mittlerweile die Führung für Christkirchen. Erneut gut aufgepasst von der Rückmannschaft Christkirchens. Und der nächste Fehler von Dietmar Weiß. 9:9 der Spielstand. Und erneut geht dieses Service ins Aus und damit gibt es den ersten Satzball für TuS Krems Münster. Dietmar Weiß kann's nicht fassen. Und auch dieses Service ist eigentlich nicht das, was man von Dietmar Weiß gewohnt ist. Sehr, sehr schwach gespielt. Und da ist der Satzgewinn für TuS Krems Münster. Clemens Kronsteiner verwandelt Satzball Nummer 1 souverän. Satz Nummer 2. Auch dieser ist zunächst einmal hart umkämpft. Joa Fidelis mit dem Schmetterball. Eine Glanzparade von Richard Huemer auf Seiten von Krems Münster. Aber auch Stefan Einsiedler steht in der Verteidigung von Christkirchen-Pötting seinen Mann. Und da ist der Punkt für Christkirchen. Dietmar Weiß mit dem 6:4. Diese Abwehr von Martin Arends geht an die Decke und damit steht es nur mehr 6:5 aus Sicht von Krems Münster.
Die beiden Mannschaften schenken sich nichts in diesem zweiten Satz. Stefan Einsiedler, Joao Fidelis, gute Abwehr. Und Clemens Kronsteiner mit dem Schmetterball und dem Punkt. Aber Dietmar Weiß verletzt sich hier bei diesem Blockversuch. Schmerzverzerrtes Gesicht beim Angreifer von Chris Kirchenpötting. Er humpelt. Das rechte Schienbein, die rechte Wade, die zwickt jetzt scheinbar. Was genau ist da passiert in diesem zweiten Satz? Ich bin nach einer Blocksituation blöd aufgekommen und ich habe mir, glaube ich, im rechten Wade Muskel leicht zerrt oder vielleicht das Ei gerissen, ich weiß es nicht. Trotz dieser Verletzung von ihrem Kapitän Dietmar Weiß können die Hausruckviertler diesen zweiten Satz aber über weite Strecken weiterhin offen halten. Zwölf zu elf, jetzt die Führung aus Sicht von Chris Kirchen. Und die Hausruckviertler gewinnen diesen zweiten Satz auch noch mit 13 zu 11. Dietmar Weiß wird zwar in der Pause von Physio Gerhard Horvath am Sprunggelenk behandelt, geholfen, hat es aber scheinbar nicht sehr viel. Die Sätze 3 und 4 gehen nämlich mit 11 zu 3 und 11 zu 8 ganz klar an Kremsmünster. Erst im fünften und vielleicht auch schon letzten Satz bäumt sich Chris Kirchenpötting noch einmal auf. Joao Fidelis mit dem Punkt für Chris Kirchen. Kremsmünster führt nur mehr mit 9 zu 7. Dann eine umstrittene Blocksituation. Schiedsrichter Roschitz entscheidet zugunsten von Kremsmünster und damit steht es 10 zu 7. Und es gibt den ersten Matchball für TuS Kremsmünster. Guter Block jetzt von Dietmar Weiß. Erneut Aufspiel für Clemens Kronsteiner und der schmettert mit viel Risiko diesen Ball ins Aus. Matchball Nummer 1 damit abgewehrt. Gute Abwehr von Stefan Einsiedler. Und erneut gibt es eine Blocksituation und diesmal entscheidet sich Schiedsrichter Roschitz zugunsten von Chris Kirchenpötting. Matchball Nummer 2 ist damit abgewehrt. 10 zu 9 nur mehr die Führung aus Sicht von Kremsmünster. Super gemacht jetzt von Dietmar Weiß. Er überrascht Kremsmünster mit diesem kurzen Ball. Damit steht es 10 zu 10. Matchball Nummer 3 ebenfalls abgewehrt. Joao Fidelis versucht es ebenfalls mit einem nicht allzu langen Ball. Und da ist das 11 zu 10 für Kremsmünster. Matchball Nummer 4 herausgeholt. Super reagiert von Stefan Einsiedler hier. Und Dietmar Weiß mit dem Schmetterball abgewehrt. Blockversuch, aber Clemens Kronsteiner setzt sich durch. Jetzt Aufspiel auf Joao Fidelis. Und der macht den Punkt zum 11 zu 11. Auch der vierte Matchball von Chris Kirchenpötting erfolgreich abgewehrt.
Jetzt hat man die Verletzung von Dietmar Weiß aber wieder gemerkt. Er spielt diesen Ball etwas überraschend, unmotiviert ins Aus. Damit führt Krems Münster mit 12:11. Richard Huemer jetzt mit dem Angriff und der geht ins Aus. Da wird diskutiert. Krems Münster jubelt, die Schiedsrichter entscheiden allerdings auf Aus und damit auch Matchball Nummer 5. Abgewehrt. 12:12 der Spielstand. Erneut Richard Huemer mit dem Schmetterball und da gibt es ein Missverständnis in der Abwehr von Christkirchen Pötting. 13:12 jetzt die Führung für Krems Münster. Dietmar Weiß mit dem Service auf Clemens Kronsteiner. Damit wird Richard Huemer zum Schläger und der schmettert den Ball erneut ins Aus. Auch Matchball Nummer 5 abgewehrt. 13:13. Was ist das für ein spannender fünfter Satz in diesem Finale der Hallenfaustball-Bundesliga der Herren? Blockversuch, gut geblockt von Dietmar Weiß, aber auch super reagiert von Krems Münster. Und im zweiten Versuch setzt sich Clemens Kronsteiner durch gegen den Block von Dietmar Weiß. 14:13, die Führung jetzt für Krems Münster und damit gibt es einen weiteren Matchball. Richard Huemer jetzt mit dem Schmetterball und diesen Ball bringt er durch. Matchball Nummer 7 wird von TuS Krems Münster verwandelt. Riesenjubel. Man hat sich den Titel wiedergeholt. Im letzten Jahr musste man sich mit Silber zufrieden geben. Geschlagen von Christkirchen Pötting und dieses Mal jubelt ganz Krems Münster und deren Fans wieder über die Goldmedaille. TuS Krems Münster gewinnt dieses Finale gegen Christkirchen Pötting mit 4:1. Im letzten Jahr gab es für diese Herren von Christkirchen Pötting noch die Goldmedaille. Diesmal müssen sie sich mit Silber zufrieden geben. Und bei TuS Krems Münster freut man sich über den nächsten Staatsmeistertitel. Die Goldmedaille baumelt um ihren Hals. Wie zufrieden sind Sie? Ja, unglaublich zufrieden. Es war ein wirklich schwieriges Spiel, weil sich ja der Dietmar Weiß, einer wichtigster Spieler in der Halle, relativ bald verletzt hat und wir gewusst haben, jetzt stehen wir unter Zugzwang, jetzt müssen wir fast gewinnen und wir haben nachher draußen kurz gesprochen und sie haben gesagt, wir haben ab dem Zeitpunkt nicht mehr verlieren können und darum war das ein bisschen eine Verkrampfung in der Mannschaft und darum bin ich so stolz, dass die junge Mannschaft, die wir sind, das nur so zu Ende gespielt hat und jetzt, wir können jetzt mit unseren großen Fans, das war glaube ich die Hälfte der Fans von uns, feiern und das ist das Schönste. Wir haben voraus gewusst, das ist ein offenes Spiel, Krems Münster ist top stark und es wäre jetzt unfair, den Krems Münster gegenüber nur zu sagen, deswegen haben wir verloren. Dass es für uns kein Vorteil war, ist wohl auch klar und dass wir natürlich sonst wahrscheinlich noch mehr dagegenhalten hätten können. Ich würde mal sagen, man weiß nicht, wie es sonst ausgegangen wäre, aber Krems Münster hätte auch vielleicht anders gewinnen können. Wir sind zufrieden trotzdem mit der Silbermedaille. Wir haben den Hallen-Europapokal gewonnen vor 3 Wochen. Das war uns das große Ziel in der Saison. Jetzt ist Silber nicht drauf, das passt schon. Und ich denke mir immer nur, gewinnen wäre auch nicht gut. Es ist schon gut, wenn es wieder mal ein bisschen runter geht. Die Hallenfaustball-Bundesliga-Saison ist also geschlagen. Mit den Herren von TuS Krems Münster und den Damen von Union Arnreit gibt es 2 würdige Staatsmeister. Jetzt freut man sich im heimischen Faustballlager bereits auf eine ebenso spannende Bundesliga-Rückrunde auf dem Feld.